Beziehungsweise ich lasse mal erst unseren Kaiju-Lord da. Bingo. Türöffner hat die Tür geöffnet. Ah, Smurf, du trifft man sich wieder. Ich führe hier gerade außer wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich einfach alle mal raus in Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst mir jetzt voller Schmerzen kennen. Oh, scheiße. Oh, er meint's ernst, Leute. Oh, watch it. Nein, 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 nein. Watch it, er ist ein Superlord. Mit einem aggressiven Hamster. So, watch it. Es ist ein aggressiver Hamster, sowas darf man nicht, nicht ignorieren. Ganz vergessen, es ist ja noch gar nicht Typ Boden. Aber es hat auch nichts, was mir irgendwo eine Sorgen bereiten könnte, also von daher. Fuck off, Kid. Zwei Volltreffer. Rasierblatt crittet immer. Und ich weiß nicht warum. Ah! Das sieht einfach aus wie ein Dino mit diesem kurzen Arm. Kometenhieb. Bin ich jetzt, bin ich doof oder ist Kangama das einzige Pokémon, was Kometenhieb beherrscht? Nur mal so nebenbei. Also das einzige, was in Gen 1 Kometenhieb beherrscht. Mein Kometenhieb. Es klingt cool, aber es ist im Grunde so. Nicht cool. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich schlitzen. Genau deswegen. Das ist mega. Ach, ja gut, ist ja gut. Passt ja, passt ja. Quay. Ach shit, das Ding ist ja auch. Uh oh. Okay, Hätte ich auch Dings machen lassen können. Egal. Rutenschlag. Rutenschlag mit seinem Rihorn. Weißt du, dir steht ein Steinrhinoceros zur Verfügung. Und du setzt Rutenschlag gegen mich ein. Du bist ein Herzchen, weil. Oh. 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 Ein Imposter. Ein falscher Kaiju. Ein falscher Kaiju. Wer hätte das gedacht, dass er sich sowas erlaubt? Ich meine, ich wusste ja, dass Giovanni ein falscher 50er ist, ne? Aber es gibt nur eine Queen. Und das bist nicht du. Arg, wieder verloren. Ich könnte eine Knarre rausholen und dich erschießen und niemand wird es bemerken, aber fuck, ey. Aber Mist, unsere Player-Übernahme der Silphkopf vereitelt. Team Rocket wird niemals aufgeben. Vergiss nicht, dass alle Pokémon zur Nutzung der Team Rocket da sind. Muss gehen, aber Zeit wird kommen. Yoga-Teleport. Danke dir, meine Rettung, den Silphkopf. Niemand vergessen, wie wir trotz der größten Gefahren tapfer gekämpft hat. Wie könnt ihr bloß Dank ausbrechen? Reiche, ich kann alles geben, aber vielleicht ist es ja etwas für dich. Du hast keinen Platz mehr. Wieso habe ich schon wieder keinen Platz mehr? Ist das dein fucking... Wegen dem Ding hier? Who needs fucking body check? Jetzt gib das Ding her. Gib her, sabbel nicht und gib her. Ich kann ja bloß Dank aussprechen. Aber ich werde dich hier ab Meisterball. Geil. Ein gratis Ratzfratz. Oh, wir danken für Helmut. Rette, danke. Ja, cool, ne? Ich meine, das ist kein Ding gewesen, ne? Ich meine. Man hatte Platzbegrenzung und die Platzbegrenzung war fucking awful. Weil andauernd warst du voll. Begrenzung ist so unglaublich low. Das ist schon nicht mehr witzig. Dass er als Kind damit klargekommen ist, mein Rätsel. Oh, nichts mehr raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus. Fehlermeldung 404.
So eine doofe Fehlermeldung. Die kenne ich selber. Aber vielen Dank für die 102 Bits. Ey, kann ich dir helfen? Warte mal, ich hab doch hier... Nugget. Na, ich will nicht meine Profi-Jagel verkaufen, bitte. Oh, aber ich kann jetzt Hypertränke kaufen. Hypertranks. Deswegen kaufe ich da mal ein paar von. Habe ich sonst noch was, was ich verkaufen will? Den Meisterball will ich nicht verkaufen, nur mal so. Den Türöffner brauche ich jetzt ja nicht mehr, ne? So, jetzt ist die Frage natürlich. Wir haben kein wirkliches Psycho, irgendwas gegen Psycho in der Hand. Wie kümmern wir uns jetzt um ne Psychologenhaus? Ja, bist du ein Psychologe? Oh, das ist auch kein Wort. Was ist das hier, oder? Krasser Psychologe. Was ist das? Psychokinese, ja Mensch. Und nur Rin Mei Mei kann das lernen. Aber lernt Omot das nicht sowieso? Also lernt Omot nicht ohnehin Psychokinese? Oder bin ich ja jetzt gerade auf dem falschen Dampfer? Nicht, dass ich jetzt hier denke, ja, das, sie lernt das und dann lernt sie das gar nicht. Dann wäre ich nämlich richtig am Arsch. Dann wäre ich richtig am Hintern. Eigentlich schon. Eigentlich schon genügt mir gerade. Nein, nicht. Ich will nur das Ding ablegen. Ich will nur den Türschlüssel weggeben, ja? Und die Pokeflöte eigentlich auch. Ja, komm, fuck it. Ich bin jemand, der hält Schlaf aus. Da gibt's Items für sowas. Fuck this. Ich gehe weiter. Oh boy. Das könnte jetzt witzig werden. Irgendwie die Arena jetzt schaffen. Und dann können wir uns ja erstmal um die zwei Legis kümmern. BZW es versuchen. Wenn wir Sabrina besiegt haben. Sofern wir das hinkriegen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wen ich da jetzt am besten in die Schlacht schicken soll. Gegen Psycho-Pokémon, das ist so eine Sache. Also Gobble und die Queen fallen relativ aus. Zunder ist eine Option. Sui wäre eine Option. Hä? Ich versuche erstmal mit Sui an der Front. Und Zunder... Und Pate, die könnten das hier... Die könnten das rocken. Aber... Oh, unsere Arena-Leiterin will die aber hier winnen. Oh boy, oh boy. Oh shit, ein Psychopath. Phlegma, oh. Oh shit. Kannst du? Du kannst bestimmt. Level 33. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Get slashed! Oh, fuck. Ja, ne, ich weiß nicht. Wobei, sie hat immer noch Käfer hier. Käfersaugattacke, wollte ich gerade sagen. Ja, ein Phlegmon, da wird auch die Queen noch mit fertig. So eine Aquaknarre. Das Ding überlebt kein Donnerblitz. Hoffe ich. Okay. Okay. Und ein Lamus sogar. Jesus. Ey, es sieht einfach aus, als würde es diese riesige Muschel umarmen. Anstatt, dass es Teil von seinem Hintern ist. Und das Ding sieht sowieso stoned aus. Ich meine, beide davon. Lamus ist viel schlimmer. Ich meine, das Ding starrt in deine Seele. Irgendwas in dir stirbt, wenn du das Ding lange genug anguckst. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. So, ich nehme euch aber alle mit für Erfahrung. Psychokräfte. Ein Haufen Psychopathen.
Psycho möchte kämpfen. Er hat einen Kadabra. Ja gut, Kadabra habe ich jetzt weniger Probleme mit. Wobei das wehtun könnte. Zoe hat nur eine gute Verteidigung. Keine so gute Spezialverteidigung eigentlich. Aber das genügt. Stimmt, Kadabra und generell der ganze Flock ist ja sehr, sehr, sehr glaskanonisch, sagen wir es mal so. That's a dead Phlegmon. Das Ding sieht ja auch nur im Sprite aus, als wäre es überfahren worden. Pantimos. Ah, ich vertraue mal auf Zund. Das Ding ist so, Alter. Go die. Sogar ziemlich gut. Das Ding haut mir einfach eine runter. Alter, du kannst doch keinen Hund hauen. Was ist mit dir kaputt? Zünd den Clown an. Ich hoffe... Warum? Ja, super schlechte Verteidigung. Da basht Zunder einfach durch. Da denkt sich Zunder einfach, fuck this shit, ich bash das. I bash that trash. Ich meine, ich kann es dir beweisen, wenn du jetzt nur Kadabras hast, wo ich einfach mit dem Risikotackle durchbashen kann. Dann fuck off, Kid. Ging daneben. Du hast versucht, einen Stein zu slappen. Was ist mit dir kaputt? Welcher normale Mensch würde das versuchen? Kadabra, ja da... Wobei, das lassen wir mal hier den Partner erledigen. Keinerlei Verteidigung. Schlitz das Ding auf. Alter. Kriegt so viel Erfahrung. Unfassbar. So, ich will mal kurz gucken. Nee, ich will hier nicht fliegen. Ich will nur gucken. 77. 77. Und du? Ich meine, okay, im Vergleich ist Pate jetzt nicht so stark, was... Im Grunde überhaupt nicht stark, wenn man jetzt mal so... Jeder ist schon so Bereich 80, 90. Selbst Gobble ist schon 80. Und Rin, ja okay, Rin ist ja auch auf Spezial ausgelegt. Also, Pate... Du hast Schwertanz. Und das genügt, und damit bin ich auch zufrieden. Bin ich ganz ehrlich, du hast Schwertanz und damit bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden. Weil Schwertanz macht ja einiges wett. Und ja, mein Respekt vor dir, ich bin alt. Der Pantimos ist kein Mensch. Pantimos ist einfach nur ein ekelhaftes Etwas. Shit, das habe ich ganz vergessen. Sekunde mal. Ich würde mal gucken, ob das geht. Ich kann den Geist erdbebenen. Ja, Mensch. Wunderbar. Alpollo. Wie machen wir das jetzt? Okay, der Sprite sieht jedoch richtig cool aus. Hey, Baby. Die Zeit, wo Nebulak und Konsorten noch keine Schwebe hatten. Ja, das waren Zeiten. Good old times. Oh, come on. Das jedoch könnte jetzt wehtun. Au. Ich will doch nur, dass Gobblefloor auch ein bisschen Erfahrung kriegt. Ist von allen, glaube ich, noch aktuell der mit am wenigsten Level. Nachtnebel, blärt. Ist paralysiert. Oh, leck mich. Ja, komm. Lass zwei Münzen werfen, why don't we?
Aber Gobble geht durch beide durch. Um die Ecke Beatlock schenkt Vivi erstmal einen Sub. Vielen Dank dafür. To be infinite. Ich liebe diesen Song. So fucking edgy. Warte mal. Hyperheiler. Wir haben nämlich zwei, die jetzt gerade paralysiert sind. Da wäre weniger cool. So. Nee, Top-Trank brauchen wir noch nicht. Aber wir können mal einen Hypertrank nehmen. Und den... Das war zwar eigentlich Verschwendung, aber egal. Und ein Super... Wir haben ja auch noch Super Trank. Passt auch. Gut. Oh, no! Sebastian, vielen Dank dir fürs Followen. Die Pokémon in der Arena sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, was ich bin. Nee. Natürlich bin ich deswegen hier, du Dimwit. Deswegen soll ich sonst hier sein. Garantiert nicht, weil die Umgebung hier so schön ist. Warum habt ihr hier alle einen fucking Lamus? Mein, okay, es ist einer der wenigsten Psycho-Pokémon, die hier überhaupt gibt. Netter Versuch, mich zu Kopfnussen, by the way. Ich merk schon um die Ecke, Beatlock. Ich merk schon. Schon der zweite oder dritte Sub, den du geschenkt hast heute? Inklusive deinem eigenen, Wemini Hire? Kaputt. Yes. Ja, aber das Team kommt einen guten Weg, könnte man sagen. Hier war ich schon. Hier auch. Hier auch. Hier war ich noch nicht. Pokémon bei der Trainer. Wir müssen dem das jetzt sehen. Hä? Was ist damit zu tun, du Nuss? Bei Exorzisten habt ihr einen an der Flöte, von daher. Wir können Sui ja mal. Wir können ja einen Alpollo mal Erdbeben nennen. Es sei denn, wir schlafen jetzt um die Ewigkeit. Und Draco Vivian kriegt auch einen Sub heute. Jeder kriegt einen Sub heute. Everyone gets a sub today. Vielen Dank dafür. Jeder ist hier essbar. Sogar ich bin essbar. Aber das wiederum nennt man Kannibalismus und ist in den meisten Gesellschaften nicht gern gesehen. Zoe, bitte, mach mich nicht schwach hier. Ich könnte einfach auch Rin reinhauen und die würde das Ding einfach one-shotten, aber... Aua, lass das doch. Du Penner, lass das gefälligst. Das kostet alles Geld. Ich wollte gerade Body Slam benutzen. Das wär ein Fehler geworden. Gut, machen wir so. Phew, okay. I do it. Muss ich wieder ein bisschen hochheilen, ne? Ja, doch. Wupp. So kommt ich auch noch. Dann habe ich hier wenigstens alle durch und kann irgendwie gucken, dass ich zu Sabrina durchkomme. Bam, badam, bam, badam, bam. Nicht schon wieder. Du fuck. Das ist super. Wieder 10.000 Nebulax, wo ich durch muss. Du fuck, Bad! Alter, wach endlich auf. Du fucked what? Fick dich. Ich bin immer noch ver... Wie Unglück muss man haben, bitte? Wie viel Unglück muss ich bitte haben, damit so eine Scheiße passiert jedes Mal? Alter. Vor allem Hypnose, ne?
Wenn ich's benutze, trifft nie. Wenn der Gegner es benutzt, trifft immer. Ist wunderbar. Was kriege ich als Ausgleich? Immer crittende Rasierblätter. Nani? Das Gefühl, wenn das Game dich nach Strich und Faden verarscht, LOL. Ja, aber mal sowas von. Um die Ecke, Beatlord, du verstehst, was ich meine. Es ist also nicht nur ich, der das so sieht. Das ist gut. Das Spiel verarscht mir wirklich nach Strich und fucking Faden. So, kill it. Radical Beam. Das ist eine Psycho-Arena und keine Geister-Arena, you twat. Radical Beam. Das Spiel verarscht mich aber auch gerade, also das merke ich ja immer wieder. Nee, auch nicht. Hm. This way. Auch nicht. Ich hasse das hier. Das ist doch Bullshit. Das ist Bullshit. Ich will doch nur zu dieser ollen Ische hin. Ich will doch nur dahin. Ich will doch nur in die Mitte. Ich möchte doch bitte nur in die Mitte. Ich möchte doch nur in die Mitte. Fuck you. Ich möchte doch nur in die Mitte. In die Wanne! Finally! Jesus! So. Okay. Mein, ihr Sprite hier sieht ja richtig nett aus, ne? So richtig freundlich. Eine Vision hat mir Ankunft vorher gesagt. Beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Und jetzt habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich war der Abschaum eines jeden Cornflakes-Liebhabers. Milch ist Gift. Aber wenn du wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Follow me on Facebook. Und hier sieht sie so aus. Sehr, ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Aha! Surigellas Tochter. Das weiß nur keiner. Das Problem ist, Kadabra ist auch, soweit ich das weiß, ziemlich schnell. Aber halt Glaskanone. Pantimos. Ich hoffe mal, der Lichtschild. Das kann ich jetzt auch nicht mehr retten. So ein Schild. Es ist nicht Overwatch, wo ein Schild dich vor einem fucking Earth Shatter rettet. This is not how it works. Oh Mod, ja gut, da. Versuchen wir mal Zunder. Könnt ge. Oh ne, 38, okay, ich bin immer noch ein Level höher. Fuck you. Burn. Ausreichend. Ist ja zum Glück nur Gift. Das hier doch. Ist auch okay. Zunder checkt sowas. Kein Problem für Zunder. Das Ding ist zwar schneller, aber... Ne? Wirklich? Wirklich jetzt? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Mit 2 HP oder was das sein soll. Mit 2 mickrigen Leben überlebt dieses Scheißding. Und darf mich in der Zwischenzeit weiter Psi strahlen. Mit dem Crit auch noch. Und ich bin verwirrt, ja. Tritt nochmal zu, Spiel, why don't you? Oh, endlich ist Zunder auch mal 40.
Simsala. Das ist zu riskant, ihn jetzt drin zu lassen. Ich guck mal. Part ist, glaube ich, nicht schneller, aber... Ja, Simsala ist auf jeden Fall nicht schlauer. Oh, Crit. Destroyed. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich allzu sehr angestrengt. Oh, ihr habt einen Sumpfwort, fuck off. Bis Level 70 deinen Befehlen folgen, stärkere Pokémon könnt ihr jetzt wieder deinen Befehl ignorieren. Achte darauf, dass deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte nur das hier mit. Psi-Welle. Ah, macht sich übernatürliche Strömung zunutze. Oh shit, boy. Okay, lass mal checken. Wer von euch Deus kann Psi-Welle? Natürlich nur Rin. Jetzt weiß ich nicht, ob Psi-Welle stärker ist. Oh, ist das euer Ernst? Ihr lasst mich jetzt echt den ganzen Weg hierhin zurücklatschen. Ihr Boons. Kann ich nicht einfach... Ich weiß, das habe ich schon mal versucht, ne? Ne. Habt ihr das auch gerade gesehen? Was war das? Habt ihr das eben auch gerade gesehen? Als ich das Fluchtseil benutzt habe? Das sah an einer Stelle merkwürdig aus. Niederzeit vorbei, okay. In der nächsten Folge versuchen wir uns in Zapdos zu krallen. Mal gucken, ob das was wird. Bis zum nächsten Mal.